Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute kommen wir mal zu der Probefahrt mit dem E53 AMG, den ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ich habe es euch jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Das geht nur so 5-6 Minuten, aber dort habe ich euch den Wagen noch mal ein bisschen genauer gezeigt. Bin genau auf die Ausstattungen eingegangen und alles. Und heute geht es jetzt wirklich rein um die Probefahrt. Nochmal vielen lieben Dank an den Luca, der sich bereit erklärt hat, mich mitzunehmen in seinem Fahrzeug, quasi mir erlaubt hat, das Video aufzunehmen. Checkt den gerne mal aus. Sein Insta und auch sein TikTok ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie auch mein Insta und auch vor allem mein WhatsApp-Kanal. Ihr habt diesmal tatsächlich auch Einfluss auf dieses Video hier gehabt. Ich habe nämlich eine kleine Umfrage gestartet, wie lang das Video ungefähr werden soll, weil ich habe eine Rohdatei von fast 2 Stunden gehabt. Wir sind wirklich sehr, sehr lange unterwegs gewesen an dem Tag und deswegen habe ich euch mal abstimmen lassen, wie lang das Video ungefähr sein soll. Grob gesagt, die meisten Leute waren einfach dafür, dass ich das Ganze unter 30 Minuten lang halte. Wir sind jetzt wahrscheinlich mit Intro und Outro circa bei 27 Minuten. Ich hoffe, das ist eine angenehme Länge. Ich wollte euch nur nochmal Bescheid sagen, damit ihr euch nicht wundert, weil das an manchen Stellen doch ein bisschen abgehackt wirkt. Aber es hat halt manchmal leider nicht anders funktioniert. Gut, ich würde sagen, ich laber nicht weiter drum rum. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen des Videos. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut gerne einen Kommentar raus, wenn ihr was zu sagen habt. Und ich würde auch noch sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Boah, vor allem auch, wie du die Powerdowns auch von innen siehst, ja, das ist so geil. Eine richtig krasse Sicht. Auch den Klang finde ich richtig geil. Selbst wenn du im Kampf vorgehst und hier zumachst, du hörst ihn trotzdem noch, aber es ist halt nicht aufdringlich. Ja. Oh, der Widescreen, Mann, es sieht so krass aus. Man kann sich halt auch alles Mögliche anzeigen lassen. Motordaten, ja, dann Motoröltemperatur, Getriebeöltemperatur, zeigt dir, wie viel Drehmomente, wie viel Leistung du abbrauchst. Reifentemperatur für jeden Reifen, auf welche Fahrwerkshöhe du bist, Gaspedal und Bremspedalstellung du hast. Okay, das ist krass. Hier siehst du dann auch, wie das Fahrwerk arbeitet. Und hier kannst du dir dann noch anzeigen lassen, wie der den Allradantrieb verteilt. Siehst du jetzt hier, ist der Allradantrieb komplett aktiviert. Wenn man mal ein bisschen Gas gibt, sieht er, dass er halt relativ viel mit dem Heckantrieb arbeitet. Vorne quasi nur dazu holt, wenn er merkt, er verliert hinten die Traktion. Das ist hier noch ein schönen OG-Messer, der dir dann anzeigt. Ne. Ja, krass. Ich finde es auch echt geil, wie durch das Dach noch so richtig schön das Tageslicht hier reinkommt. Es fehlt mir auch so ein bisschen bei meinem Schiebedach, war am Anfang für mich so, ja, hass es nicht, ist egal. Aber jetzt, wo ich das auch mal bei anderen gesehen habe. Ja, allein was das für ein Vergleich ist, wenn ich jetzt mal zumache, der komplette Innenraum wirkt halt wie viel dunkler. Ja, es ist halt direkt eine ganz andere Stimmung hier drin. Ja. Die Kurvenlage ist auch so geil. Also bei mir ist immer so das Ding. Weißt du, bei mir ist immer so das Ding, ich habe immer Angst, in solchen Fahrzeugen mitzufahren. Nicht weil ich Angst habe, sondern weil ich es auch so unbedingt will. Und ich es einfach nicht haben kann. Und Scheiße, aber ich genieße es wirklich. Bei dem halt auch ganz geil, Sommer- und Winterfelge. Also der hat 2 identische Sätze gekauft. Also auch die Winterreifen stehen halt hier auf dem Original Mercedes 19 Zoll da. Boah, erst mal zweimal geguckt, hat er überhaupt Winterreifen drauf? Nee, ich habe überlegt, ob ich mir für den Sommer
irgendwelche geilen 21 Zöller holen soll. Ist halt immer alles so teuer. Ja, fühle ich aber. Was ich auch immer geil finde, wenn du dann irgendwie so Videos von der S-Klasse siehst, wo dann so Meerspeichenfelgen drauf sind. Das ist auch brutal. Gerade auf so ein schönes S-Coupé dann diese... Ja. Würde ich hier auch fühlen. Ich weiß aber nicht, wie das beim Kombi dann rüberkommt. Ja, das ist auch nochmal eine Nummer schwieriger ein bisschen. Ja. Das soll ja schon irgendwo noch so ein bisschen Alltagsauto bleiben. Ich meine, klar könnte man jetzt hier auch komplett auf die Fresse machen mit tief, großen Felgen. Aber dann geht halt auch so ein bisschen dieses Wolf im Schafspelz-Ding runter. Ja, da muss man halt immer gucken, welchen Film man jetzt fahren will mit dem Wagen. Und dann muss man da auch wirklich eine Richtung einschlagen. Es muss halt vom Gesamtkonzept immer noch passen und alles aufeinander stimmen. Ich finde auch heftig, wie die Sitze arbeiten. Das merkt man richtig. Das saß ich vorher nie drin in so einem Sitz. Du kannst auch hier die Seitenwangen noch anpassen. Dass sie halt ein bisschen enger oder lockerer werden. Ja gut, das ist ein bisschen zu eng. Das ist ein fahrdynamischer Sitz, kannst du noch stärker machen, wenn man das will. Ich finde das dann aber too much. Also Zweisitzballons kannst du noch anpassen, wenn du mehr Rücken oder mehr unten auf der Sitzfläche haben willst. Und halt hier noch Massage. Aber jetzt geben wir uns erstmal den Sound hier. Scheiße, Mann. Ich sag, es ist gefährlich, in solchen Autos mitzufahren. Das hat bei mir auch so angefangen. Jetzt bin ich 50.000 Euro ärmer. Ja, aber dann merkst du auch, wo das Geld reinfließt. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass du es einfach in den Sand setzt und nichts mehr davon siehst. Du hast ja jeden Tag Freude dran. Gut, du gewöhnst dich irgendwann dran, ist halt auch ein bisschen schade, aber du hast da trotzdem jeden Tag was von. Ja. Überlegt, dass das Auto 2019 einen Neupreis von 120.000 hatte. Finde ich, ist jetzt 4 Jahre später 50 auch komplett in Ordnung. Definitiv. Ist schon sehr entspannt. Da merkst du halt auch, in einem 53er kannst du noch ganz entspannt reisen. Und der 63er, der ist halt wirklich immer laut, der ist immer hart. Also klar wäre der noch mal geiler gewesen. Sag mal so, ein 53er ist jetzt auch nichts. Also das ist klar, das ist eine Stufe niedriger, aber es ist jetzt nichts Schlechtes oder so. Es ist ja trotzdem saugeil und. Es ist immer noch mehr Leistung, als du in einem 5er Kombi überhaupt bekommen kannst. Ja. Und vor allem ist es, also es ist ein AMG. Ja. Viele sagen ja hier, möchte gerne AMGs und sowas, aber. Ja, das lese ich auch ganz oft irgendwie bei TikTok in den Kommentaren und ja, das ist doch kein richtiger AMG mehr. Ein AMG braucht immer ein V8, aber bei Audi nicht jedes RS-Modell hat ein V8 drin. Ja. Bei BMW kriegst du heutzutage gar keinen V8 mehr, wobei doch im M8. Aber ansonsten hast du auch überall rein 6-Zylinder. Ja, ich finde, also wer sowas sagt, der hat, also da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber der hat einfach keine Ahnung. Ja. Also ich finde auch ein A45 oder ein A35 hat auf jeden Fall den Namen AMG verdient. Definitiv. Weil wenn du guckst, was das für ein krasser Vergleich ist zu der normalen A-Klasse. Ja. Das ist krank. Der hat auch. Die Autos sind ja auch dafür ausgelegt einfach. Merkst auch, die Bremsanlage auch arbeitet, wenn du sie mal brauchst. Genau, jetzt im Komfort 200. Ist wirklich alles total leise. Ja. Kann ganz entspannt mit einer Hand noch fahren. Ja. Sollte man vielleicht nicht unbedingt. Ja.
Kurvenlage, Bremsen in der Kurve. Ja. Brutal. Das ist gar kein Thema. Brutal. Dann bretterst du mit 2,40 über die Autobahn und kriegst dann noch deine Massage. Auch wie der hinten raus die ganze Zeit knallt, das ist schon, schon geil. Vor allem, es ist auch nicht zu penetrant. Ja. Also es ist perfekt ausgewogen, finde ich. Das ist halt nicht irgendwie wie in einem gemachten Golf R, wo es dann die ganze Zeit knallt. Ja, genau. Sondern du schaltest runter, es ist so ganz dezent im Hintergrund kurz. Genau. Und danach ist wieder Ruhe. Jetzt sieht man auch nochmal schön die Ambientebeleuchtung. Stimmt, die kommen jetzt auch nochmal. Boah, sehr geil. Und vor allem die Knöpfe sind ja alle weiß beleuchtet. Ja. Bei mir sind sie gelb. So gerade aus dem Stand raus ist halt brutal. Ich will auch. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich fange an zu sparen, wirklich. Wie schon beim Treffen-Video gesagt. Ich muss sparen. Also ganz kurz nochmal, ist natürlich abgesperrte Teststrecke hier, auf der wir uns befinden. Geil. Scheiße, Mann. Was ist das für ein Monster? Das ist nur der 53er. Nur? Ja, ja. Krank. Aber ich muss mir das mal anschnallen. Wenn du willst, können wir noch mal kurz Landstraße ein bisschen ballern. Liebend gerne. Habe ich nichts dagegen. Ich hoffe, dass es auf der Kamera von dem Sound auch so rüberkommt, wie es halt in echt ist. Also das habe ich auch beim Treffen gesagt. Da bin ich einmal in einem 43, also C43 und C63 mitgefahren. Und also Sound hörst du mit Sicherheit, aber so die Emotionen, die kriegst du halt nicht, die kriegst du nicht rüber. Also wenn ich mir das Video jetzt im Nachgang angucke, dann kommt das bei mir natürlich wieder hoch. Ja, aber erlebt ist. Genau, aber wenn du jetzt nicht dabei warst, dann ist das halt immer schwierig. Aber ich sag mal so, trotzdem, wenn du so das ganze Thema fühlst, dann, also du fühlst das schon mit auf jeden Fall. Es ist, so ist es nicht. Das Knallen. So geil. Was halt schade ist, der kennt über die Karte, der ist jetzt in der Stadt. Mhm. Und da knallt er dann nicht mehr so laut. Echt? Ja. Egal ob Sport Plus oder nicht. Krass. Ja. Man hört es noch so ein bisschen, aber es ist deutlich weniger. Ja, krass. Also ist das bekannt oder ist das so eine Sache, die man so rausbekommen hat? Oder wird das offen kommuniziert? Nö, das hab ich jetzt so für mich gemerkt. Okay. Krass. Stimmt, was macht der 0-100 eigentlich? Weißt du, was im Kopf? Der ist angegeben mit 4,5. Mhm. Mir persönlich kommt es aber schneller vor. Krank.
leicht feuchte Fahrbahn bei 3 Grad. Das ist halt krank, was heutzutage möglich ist mit so einem Auto. Sollte öfters vorbeikommen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Geil. Wie ist allgemein so die Reaktion von den Beifahrern? Ja, auch bei dir. Das ist halt erstmal total überfordert. Mhm. Und dann jeder hat ein Grinsen auf dem Gesicht. Egal, ob das jetzt Kumpels von mir sind oder auch mein Vater, der für den ist ein Auto nur ein Gebrauchsgegenstand. Und selbst der saß hier drin und hat gesagt, Alter, das ist krass. Man bekommt nur positives Feedback. Mhm. Ich will nächstes Jahr mit dem Auto mal auf den Nürburgring. Das wird, glaube ich, auch brutal. Ich schwör's dir, nach diesem Tag, wenn noch irgendjemand sagt, dass ein 43er oder 53er kein richtiger AMG ist, also. Ja, das sind ja auch immer so Leute, die haben noch nie in so einem Auto gesessen und dann kann man das halt einfach schlecht bewerten. Ja. Also für mich war es auch immer so ein Ding, es ist jetzt nicht so, dass der 63er abgeschafft wurde, sondern die Produktpalette wurde einfach erweitert. Ja. Du hast noch ein zusätzliches Modell, du hast eine zusätzliche Motorisierung und das ist doch was Geiles. Ja, auf jeden Fall. Dann ist so quasi auch, was für viele so der kleine Traum ist, das Ziel ist dann auch nochmal ein bisschen näher. Du hast ein geiles Auto, du hast dein AMG-Feeling, du hast einen AMG. Ja, und ich finde, der muss ich auch. Im Gegensatz zu BMW oder Audi oder so muss der sich überhaupt nicht verstecken. Auf keinen Fall. Also bei BMW hast du ja auch dann zum Beispiel einen M540i, bei Audi hast du die S-Modelle. Mhm. Das ist ja nichts anderes im Prinzip. Ich meine, gut, bei Audi hat das dann einen etwas anderen Namen, die heißen nicht RS, sondern nur S. Bei ja. BMW zum Beispiel, die heißen auch M135, M240. Mhm. Ja gut, da kenne ich aber auch ein paar Leute von, die solche Autos fahren und die kriegen genauso Kommentare ja. teilweise, gerade bei BMW. Ja, du fährst ein M240 mit 380 PS und dann kommen die Leute mit, ja, das ist ja gar kein richtiger M2, mhm. sind dann aber die Leute, die nur ihren Astra C vor der Tür stehen haben. Genau, aber die haben ja am meisten Ahnung. Ja, ja, natürlich, das ist dann am besten noch irgendein 15-jähriger Maximilian. Hey. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich nicht angegriffen. Ich bin ja auch schon mittlerweile 21. Es fühlt sich an wie das Normalste der Welt. Ja, das waren halt jetzt auch schon wieder 170. Natürlich abgesperrte Teststrecke. Genau, natürlich. Oder unbegrenzt. So, jetzt geht's aber rund hier. Wenn ich die ganzen Schilder sehe. Nee, das ist Katastrophe. Ich denke schon oft bei meinem Wagen, man merkt das Tempo nicht. Ja. Aber hier ist das nochmal ganz anderes Level. Das sind jetzt 110 und es fühlt sich an wie 80 oder so. Hast du bei dir auch die Burmaster-Anlage drin? Nee, leider nicht. Aber so würde ich mir die auch gerne mal anhören hier. Ja.
merkst richtig, wie viel mehr Power diese Anlage hat. Ja. Und das ist ja auch nur die kleine. Das kommt auch noch dazu, ja. Weil die große kannst du im Kombi nicht bestellen. Nicht? Nee. Die gibt es nur in der Limousine. Für über 7000 Euro. Ja. Das ist halt schon krass. Und was hat die jetzt gekostet, weißt du das? Die liegt bei 3, glaube ich. Ja, das ist okay, denke ich. Ja, das ist immer noch viel Geld. Definitiv. Andere Leute kaufen sich dafür ein komplettes Auto. Klar. Aber es ist noch überschaubar. Ich meine, eine Harman Kardon oder eine Bose. Bose oder Bang & Olufsen, das kostet alles so in dem Bereich. Ja. Aber ich würde die große Anlage halt gerne mal hören, weil wenn die nochmal 4000 mehr kostet, dann muss die schon richtig was können. Ja, die 4000 müssen auch irgendwo reingehen. Du hast dann in dem Auto über 30 Lautsprecher. Boah. Gut, hier ist halt wirklich, hier vorne, das ist alles Lautsprecher. Dann du hast hier Lautsprecher, hier unten in den Türen sind, glaube ich, auch noch mal irgendwo welche. Okay. Du hast hinten in den Türen die Lautsprecher. Das ist schon ein geiles Klangbild. Hier oben die Lautsprecher. Ja, die Hochtöne, die hat meine zum Beispiel werksmäßig gar nicht gehabt. Echt? Da ist gar nichts drin. Das ist nur die hier in der Tür und das war's. Das war jetzt vielleicht Halbgas. Ja, aus dem Stand, das ist brutal. Ja, da merkst du halt auch richtig den Elektromotor, den der noch hat. Stimmt, den hat er ja auch. Ich meine, das sind zwar nur 26 PS, aber 250 Newtonmeter. Der hat insgesamt 700 Newtonmeter Drehmoment. Und die 63er, die haben auch nur 850. Ja, also das ist gar nicht mehr so ein großer Unterschied, wenn du überlegst, dass dem hier knapp 200 PS fehlen. Zum 63er. Das sind schon Hausnummern. Ja. Das ist halt ein richtiges Männerspielzeug. Wirklich. Und der ist direkt da. Ja. Direkt. Das merkst du auch als Beifahrer. Ja. Und das ist nicht bei vielen Autos so, dass du als Beifahrer wirklich merkst, wie das Auto am Gas hängt, wie der einlenkt. Also wenn du sagst, hier, ich habe einen scheiß Tag auf der Arbeit gehabt, du setzt dich ins Auto, fährst eine halbe Stunde, Stunde, du hast wieder gute Laune und du vergisst halt einfach den kompletten Alltag, den blendest du aus. Du bist hier drin in deiner eigenen kleinen Welt. Das ist jetzt auch ein Auto, das lässt eigentlich nichts mehr zu wünschen übrig. Viel mehr geht halt in einem Auto auch nicht mehr. Was willst du noch haben? Also hier, also ich meine, vom Komfort hier vorne ist die S-Klasse auch nicht viel besser. Na gut, da kann ich jetzt nicht mitreden, da saß ich noch nicht drin. Ja. Die hat halt hinten deutlich mehr Luxus. Hier hast du jetzt hinten nur eine Sitzheizung. In der S-Klasse hast du dann hinten noch verstellbare Sitze, du kannst Kühlschrank, alles Mögliche haben. Ja, aber hier vorne hast du nicht viel mehr. Du hast andere Sitze, ein anderes Lenkrad, aber ansonsten du hast auch Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massage, Lenkradheizung, das hat der hier alles auch. Ja, S-Klasse ist ja auch so ein bisschen drauf ausgelegt, so Chauffeursauto, dass du dann hinten da deinen Komfort hast als Chef. Und das Fahrwerk ist nochmal ein ganz anderes. Ja, aber wir reden hier immer noch von der S-Klasse und allein, dass die E-Klasse so vergleichbar damit ist, ist schon brutal. Na klar, du merkst noch kleine Unebenheiten in der Straße, aber es ist schon ein sehr, sehr entspanntes Fahren hier. Das ist halt auch das Ding, wir sprechen hier von einem AMG und nicht von einem, keine Ahnung, S500, S400 oder sowas, was eher auf Komfort ausgelegt ist. Der ist dann doch als Sportwagen oder in die sportliche Richtung ausgelegt und dass der dann auch so komfortabel kann, das ist auch nicht selbstverständlich. Gerade gesehen, der kann auch ganz anders. Ja, du kannst halt wirklich auch ganz entspannt hier fahren. Es ist jetzt nicht, dass du mit dem Auto in Urlaub fährst und dir nach 400 Kilometern denkst, jetzt tut mir der Rücken aber weh von den Schlaglöchern. Sondern es ist alles noch vergleichbar mit einem normalen E400. Dann haust du gerade die Massage an und dann ist auch wieder gut. Du hast auch, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Massageprogramme. Hier Rücken, Schulter, Classic, Wellenmassage, das ist alles Mögliche. Kannst auch nur unten den Sitzbereich massieren lassen. Klimatisierung kannst du hier noch einstellen, ob der das eher so ein bisschen verteilen soll oder ob der halt, siehst du hier auch,
ganz gut. Wir sitzen immer noch in einem Auto, nicht in der Wellness-Oase. Ja, dann hier Beduftung. Also der hat hier im Handschuhfach, hat er da unten so ein Duftding drin. Er sprüht das dann automatisch in die Klimaanlage mit rein. Dann hat er noch einen extra Filter, um alle Gerüche rauszuholen. Also auch wenn man dann irgendwie mal hinter einem Traktor mit Gülle oder so hinterher fährt, man riecht das hier drin nicht. Eigene Klimazone für hinten. Für ein Kombi finde ich, ist das schon krass. Ich finde es allgemein für ein Auto krass. Ja. Egal, was es jetzt ist. Wie sieht es so unterhaltsmäßig aus, wenn du darüber reden möchtest? Also wenn ich den jetzt auf mich versichert hätte, wäre ich nur bei Versicherung im Jahr bei 3.600 Euro. Boah. Ich habe den jetzt auf meine Mutter versichert, da zahle ich immer noch 1.800 Euro im Jahr nur an Versicherung mit 20.000 Kilometer im Jahr, Vollkasko. Ja gut, bei so einem Wagen sollte man schon Vollkasko machen, ja. Die Steuer ist recht überschaubar, das sind 300 Euro im Jahr. Das geht noch, finde ich. Ja, vielleicht als Vergleich, meiner ist jetzt auf meinen Vater versichert, also läuft über meinen Vater, ich bin auch eingetragen und alles. Teilkasko. Ich glaube, da habe ich jetzt 934 bezahlt oder so. Kfz-Steuer bin ich irgendwie bei 120 oder sowas, aber klar, kannst du nicht vergleichen, so eine Autos. Ja, ja gut, du hast ihn jetzt erst seit 2 Monaten, aber so inspektionsmäßig. Ja gut, du bist, wenn du zum Mercedes fährst, bist du auf jeden Fall schon mal ein Tausender los. Wenn die Bremsen gemacht werden müssen, bist du mit 3.000 Euro dabei. Und ist halt die Frage, ich weiß nicht, ist jetzt Checkheft gepflegt? Der ist direkt bei Mercedes Checkheft gepflegt. Bei dem Händler, wo das Auto auch gekauft wurde, ist halt die Frage, will man sich das jetzt kaputt machen und dann den Mieterverkaufswert senken? Oder sagt man hier, komm, ich lasse den weiterhin bei Mercedes checken. Du hast halt weiterhin perfekt Checkheft gepflegtes Auto. Du hast die Mobilitätsgarantie. Und bei Mercedes ist das ja dann auch so, wenn du einen Unfall hast oder das Auto kommt in die Werkstatt, kriegst du ein mindestens gleichwertiges Werkstattfahrzeug. Das heißt, ich krieg schon mal mindestens eine E-Klasse. Wenn ich das selber mache, habe ich das nicht. Wenn es dann mal länger dauert, muss ich mich dann selbst darum kümmern, dass ich ein Auto habe, dass ich mobil bin.